So, ihr Lieben, es geht weiter mit Let's Play World of Warcraft. Es geht mir persönlich jetzt um die letzte Garnisonsressource. Hier oberhalb von Hal'Valor. Genau diese hier. Das Problem, was ich hier gerade noch habe, ist, dass ich nicht genau bis jetzt orten konnte, wo ich denn genau hinfliegen muss, ja. Der Gleiter ist klar. Den erwische ich gleich auch relativ schnell. Aber wo ist die Ressource? Wo muss ich genau hinfliegen? Das bereitet mir gerade noch so ein ganz klein wenig Kopfzerbrechen. Naja, erstmal jetzt wieder zum Gleiter. Übrigens glaube ich, dass ich vorher immer so einen Umweg gelaufen bin. Ich bin jetzt ziemlich schnell zum entsprechenden Punkt gekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal praktisch. So, das müsste irgendwo hier sein. Hier müsste das sein. What the fuck? Das kann ja nicht sein. Doch, hier ist es. Hier, Dampfdruckvorräte. Halleluja, geschafft. Das war's. Nice, sehr schön. Hier, die Spule hier, die haben wir ja schon. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn nochmal, die Spule? Und wo ist die Angelroute? Hier. So, das sind die beiden Dinger, die ich habe und die ich brauche. Aber ich glaube, man braucht noch einen Köder, ne? Für einen richtig dicken Fang. Ja. Also. Finden wir den Köder? Können wir einen neuen Anhänger bekommen, beziehungsweise dann können wir als erstes mal überhaupt die Angel zusammensetzen. Wo war das Ding denn her? Können wir dann erstmal die Angel zusammensetzen und dann können wir dann letztlich auch den Anhänger bekommen. Unkraut hier hinten. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt, ne? Gehe ich als erstes mal hier die Quest abgeben. Hyot. Wer braucht schon das Mount vom kopflosen Reiter, wenn man doch auch so ein fliegendes Pferd hat? Und das ist sogar noch cooler. Allerdings bräuchte ich es jetzt auch schon gerade wieder, dass ich nicht den Wasserschreiter genommen habe. Aber ging jetzt Gott sei Dank auch so. Normal war ich jetzt hier einfach wieder quer über den Teich gewatschelt. Man merkt erst den Vorteil dieses Wasserschreiters, wenn man nicht fliegen kann. Also wenn man wirklich das Problem hat, dass man hin und wieder über Flüsse und über Seen und über Teiche muss. Ohne dass man darüber fliegen kann. Ja, dann checkt man, oh, so ein Wasserschreiter, der ist aber ganz schön vorteilhaft. Ja. Hallo? Deswegen hatte mir auch gerade hier in Draenor wirklich bis jetzt sehr, sehr gute Dienste erwiesen. So. Hier habe ich ja gesagt, gehe ich als letztes hin. Das heißt, für mich steht jetzt hier oben der Thron der Elemente an. Thron der Elemente sagt uns auch noch was. Und zwar kennen wir den Thron der Elemente, wenn wir mal gucken. Zack, zack, zack. Scherbenwelt, zack, Nagrand. Hier. Kennen wir auch aus dem alten Nagrand. Aus dem Burning Crusade Nagrand. Ich glaube, ich werde jetzt als erstes mal hier den Windcaller erledigen. Ah nee, der Windcaller, das war der, wofür man genau. Ah ja. Gut, da gehe ich jetzt nochmal eben kurz auf den Gleiter. Denn der Windcaller, das war der, den man auch nur mit einem Gleiter erreichen kann, glaube ich. Da wollte ich schon mal dran und habe es nicht geschafft, weil ich nicht da hochgekommen bin. Aber mittlerweile kenne ich mich ja in dem ganzen Gebirge hier
im Nordosten ziemlich gut aus. Weiß, wo man an die beiden Gleiter rankommt. Und das ist auf jeden Fall Shit. Nicht Polen, danke. Ein Vorteil. Man muss halt nur einmal verstanden haben, dass man da einmal diese scharfe Kurve nach rechts nehmen muss. Oder nach links, je nachdem von wo man kommt. Von hier aus ist es jetzt die rechte Seite. Hier, da sieht man schon, was eigentlich aussieht wie so ein Stück Steilhang vom Berg. Ja, aber man sieht, es ist was Grünes drauf, da kann man hoch. Zack, und das ist auch, glaube ich, tatsächlich der einzige oder eine, ich glaube noch der andere. Man kann auch von der anderen Seite hoch. Aber von dieser Seite ist es halt der einzige Weg, hier hochzukommen. Da kann man sich da unten auch noch einen Ast absuchen, aber im Endeffekt wird nur dieser Weg hier dann zum Ziel. Wenn das Ziel denn das Erreichen des Gipfels ist. Ja, diese dunklen Wolken da hinten versprechen eigentlich nichts Gutes. Obwohl die Musik und die allgemeine Stimmung in der Grand nicht darauf schließen lassen würde, dass hier irgendwas Unheilvolles aufzieht. So, jetzt muss ich nochmal kurz ausrichten. Ja, es ist genau in dieser Richtung. Hier, irgendwo da hinten. Nee. Das wird nichts. Das wird jetzt schon nichts. Ich sehe das. Das ist zu weit weg. Aber vielleicht komme ich von hier aus da hoch. Sieht gut aus. Wobei ich auch sagen muss, dass ich hier wieder bis ganz nach oben muss. Aus den Duink, Windmühle von Draenor. Das ist zu weit entfernt. Hätte man den auch eigentlich. Hätte ich mir jetzt gut vorstellen können, dass man den auch nochmal als Anhänger bekommt, aber. Dem war nicht so. So, hier sind wir richtig. Da oben sehe ich es doch schon. Rumpusten. Genau. Hier wird irgendwo der Boss sein. Jetzt darf ich natürlich nur nicht irgendwie abgemountet werden. Hier den Wirbelsturm sollte ich ausweichen. Genau. Hier immer weiter geradeaus. Und dann müsste ich irgendwo auf den entsprechenden Boss stoßen. Jetzt bin ich nicht falsch gelaufen. Nee, sieht gut aus. Es ist auch, glaube ich, der einzige Weg, wie man da hinkommt. Einzige Möglichkeit. So. Kann ich den einfach so angreifen oder muss ich den irgendwie vorher irgendwie freistellen? Sieht eigentlich nicht so aus, als ob der irgendwie ein Schild hätte und auch keinen Buff oder so. Versuch's jetzt einfach mal. Ach ja, genau, ich habe so ein Trinket, das Wölfe beschwören kann, ne? Ja. Oh. Da sollte ich mich vielleicht ein bisschen von weg orientieren. Stab. 5,98. Was gucke ich das überhaupt nach? Ich habe eine 6,75er Waffe. Da werde ich in der Grand mit Sicherheit nichts finden. Was auch nur ansatzweise an die Klasse dieses Items rankommt. So, aber das ist dort hinten genau die Stelle, zu der wir müssen. Der Thron der Elemente hat sich kaum verändert.
Sieht eigentlich noch haargenau so aus. Die Frage ist nur, was aus den Elementwesen geworden ist, die hier früher lebten. Scheinen noch zu existieren. Nur in irgendwie einer anderen Art und Weise. Es ist immer noch Luft, Feuer und Wasser. Wo die Erde ist, weiß ich gerade nicht genau. Aber ich kann es ja immer noch nicht zeitlich einordnen. Also Nagrand, Burning Crusade und Nagrand, Warlords of Draenor. Muss ich mal irgendwann nochmal genauer durchlesen und mich mit der Story befassen. Weil das persönlich interessiert mich auch, muss ich sagen. Mano Iqdal. Wenn ihr bereit seid, werden wir mit den großen Zornen sprechen. Eben mal kurz hier die Kugel einsammeln, wenn sie denn hier so einfach zu finden ist. Ich hab sie schon gesehen. $45 für so eine dämliche Kugel. Ich meine... Ah, nee. Sag mir nicht, dafür brauche ich einen Gleiter. Und hier ist irgendwie auch schon wieder einer. Ja, dann komme ich da ja schon mal wieder nicht dran. Wahrscheinlich ist das irgendwo hier auf den Steinsäulen drauf, ja? Ja. Ich wette mit euch, das ist da oben drauf. Ja, da oben sehe ich es doch schon wieder, die Markierung. Wahrscheinlich ist da wieder einer abgestürzt oder ähnliches. Na gut, starten wir mal die Zeremonie. Und gucken, was hier passiert. Kommt und sprecht mit mir. Auch dies wird vorübergehen. Bringt ihr neue Freunde. Eine finstere Präsenz erhebt sich im Westen. Gordak, der große Erdzorn, ist verschwunden. Für einen Erdzorn aus dem Thron werden die Bande, die diese Welt zusammenhalten, schwächer. Das Gleichgewicht wurde gestört. Das Elementarplateau ist instabil und muss gereinigt werden. Wenn die Instabilität nicht behoben wird, werden die Elemente alles Leben in diesem Tal vernichten. Gordak muss gefunden und zum Thron zurückgebracht werden. Das Schicksal der Elemente ruht in euren Händen. Unsere Hilfe ist euch gewiss. Wir finden den Erdzorn und stellen das Gleichgewicht wieder her. Ich wollte doch gerade sagen, das habe ich gerade eben einfach mal gelassen, weil ich mich nicht lächerlich machen wollte, aber hier, es fehlt ja noch ein Element, ne? Luft, Feuer, Wasser, was ist mit der Erde? Und hier liegen ja auch überall hier die Erdgeister. Beziehungsweise sie liegen ja nicht, sondern sie spazieren hier rum. Genauso wie die Luftgeister, die Feuergeister, die Wassergeister. Nur der Chef ist nicht da. Der Chef der Erdgeister. Den gilt es also wieder zu beschaffen. Grüße. Wir werden bestehen. Stimmt euch auf die vier Elementarsäulen ein. Wie mache ich das? Auf die Elemente auf dem Plateau einstimmen. Ach so, Quests erfüllen. So, mal gucken. Vom Wasserlord kriegen wir hier anscheinend noch nichts. Ja, aber die Quests zeigen mir hier eindeutig, welche Fahrtrichtung ich einschlagen soll. So, das ist doch mit Sicherheit da oben und nicht hier unten, natürlich. Also, falsche Richtung. Falsche Richtung. Ja, hier hätte der Erdlord stehen müssen. Und da steht er nicht. Verschwunden. Was es damit auf sich hat, wir werden es noch erfahren, denke ich. Egal.
Ich möchte jetzt hier auch wieder den Part nicht in die Länge ziehen, sondern ich mache jetzt hier erstmal einen Cut. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Part wieder und bis dahin macht's gut. Ciao.